Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Witcher ins Gellige. Aber wir bleiben nicht lange ins Gellige, denn wir haben nämlich ein bisschen, nun ja, sagen wir, wir haben ein bisschen was aufgesammelt mit der Zeit. Also wir haben das abzugeben als Quest, dann, naja gut, dann hier, da müssen wir nach Novigrad, hier müssen wir nach Krähenfels zurück. Das machen wir jetzt einfach alles mal so ein bisschen mit. Und vielleicht schaffen wir auch das hier noch. Da wollte ich gerade mal gucken. Weil da sollten wir auch in der Nähe sein, halbwegs. Genau, gucke mal. Können wir vom Walfriedhof einfach hochreiten. Und dann kommen wir hier in die fortgeschrittene Alchemie. Schauen wir mal. Was, ich habe gerade einen Minuspunkt von deiner Mutter bekommen wegen dem Knacken der Gelenke. Das heißt, ja, das hassen viele. Es tut mir leid. Ich sollte mich muten, wenn ich das mache. Ich weiß, dass das viele nicht leiden können. Ah, ja. Aber ich brauche das tatsächlich. Ansonsten kriege ich da wirklich Schmerzen. Genau, dann machen wir das nämlich jetzt mal mit. Da einfach mal hier hin. Und dann schauen wir einfach mal, was da so ist. Dann kriegen wir wahrscheinlich einen meisterlichen Rüstungsschmied. Und so, das wäre ja auch nicht ganz verkehrt. Aber wir sollen ja dem Fergus diese tollen Elfenwerkzeuge oder sowas bringen, die wir da aus der Schmiede geholt haben mit dem Eistroll unten drin. Von Matthias gibt es einen Pluspunkt, von der Mutti gibt es einen Minuspunkt. Das ist jetzt aber auch schwierig, ne? Den soll man sich da entscheiden. Dann macht man es recht. So, was haben wir denn hier? Ein Druide. Druide-Fix. Es klärt auf. Du musst dein Wissen weitergeben. Ich bin keine Forelle, die zum Leichen schwimmen muss. Ich tue und lasse, was mir passt. Und jetzt lass mich in Ruhe. Gundermann. Hexer? Siehst du? Sie stoßen mit Ysop. Ich will mit dir reden. Aber ich nicht will mit dir reden. Hier. Hau ab, du störst mich. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Bin ich aber nicht. Und werde ich auch nie sein. Ich bin Druide geworden, um anderen aus dem Weg zu gehen. Und nicht mal lächeln zu müssen. Und kein Mitgefühl vorspielen zu müssen, wenn mich das Leiden der anderen weniger als ein paar Birkenzapfen interessiert. Also sage ich dir klipp und klar, geh mir aus den Augen, bevor sie dir und was auch immer geraubt werden. Ich möchte, dass du dein Wissen mit mir teilst, mir alles über die Alchemie beibringst. Du? Mein Lehrling? Das ist absurd. Wieso? Bist du nicht gut genug? Bist, warum fragst du nicht, Udal Rekaper Spiekeroog mit dir teilen will? Ich meine es ernst. Wirklich? Dass ich nicht lache. Ich habe mein ganzes Leben der Alchemie verschrieben. Ich habe Tage und Nächte mit Destillierkolben verbracht. Bin fast an Dämpfen erstickt. Hab meine Haut mit Säure verätzt. Wenn du also denkst, dass ich dir verrate, was ich durch jahrelange harte Arbeit gelernt habe, irrst du dich. Sehr sogar. Das ist ja netten, ne? Ich werde dir ein guter Schüler sein. Das bezweifle ich. Du verstehst ja nicht mal, dass ich dich hier nicht haben will. Allerdings bereite ich gerade ein schwieriges Ritual vor, deshalb könnte ich Hilfe gebrauchen. Selbst deine. Wenn du drei Dinge für mich tust, nehme ich dich als Lehrling auf. Sieh mal den Moos aus dem Bart kratzen? Es gibt also doch einen Weg. Komm runter von deinem hohen Ross und hör zu. Erstens musst du mir Gauchheil aus dem Moosgurkenwald bringen. Zweitens brauche ich eine Flasche Alkohol aus der alten Distillerie vom Hagelhügel. Und drittens musst du Frithjof überzeugen, mir beim Ritual zu helfen. Er ist wie ich Druide. Du findest ihn in der Nähe von Blandare. Ich glaube, er ist wegen einer Einfuhrsache dort.
Und? Hilfst du mir? Klar. Dieser Frithjof, wer ist das? Ein Wählermarker. Hm? Du kennst das Wort nicht? Und ich hab versprochen, dich zu meinem Lehrling zu machen? Ein Wählermarker ist ein Druide, der das Wetter beeinflusst. Klar, Wählermarker, hat er ja gesagt. Kann einen Sturm beenden, es hageln lassen, Feinde mit Blitzen in Asche verwandeln. Du solltest lieber höflich zu ihm sein, wenn dir dein Leben lieb ist. Mach ich. Alkohol? Wofür brauchst du den? Ja, zum Saufen. Wie du als zukünftiger Lehrling wissen solltest, ist Alkohol die Grundlage für alle Tränke. Guter Alkohol bedeutet gute Tränke. Dieser Alkohol ist unvergleichbar. Seine Stärke, sein Aroma. Ach. Leider ist die Destillerie auf dem Hagelhügel verfallen. Seitdem fehlt uns der Nachschub. Aber dir wird schon was einfallen, oder? Du bist so zuversichtlich. Klar, auf jeden Fall. Gauchheil. Soviel ich weiß, wird er in der Alchemie nicht gebraucht, außer... Da will das Ei wieder klüger sein als die Henne. Das ist kein gewöhnlicher Gauchheil, sondern einer aus dem Moorskogenwald. Na klar, der. Wenn wir berichten, was dran ist, wacht dort eine Kreatur eifersüchtig über alle Kräuter. Eine Waldkreatur, die eifersüchtig Geheimnisse hütet? Kommt mir bekannt vor. Steht jetzt im Bestiarium Druide als neues Monster. Na schön, ich helfe dir. Aber dieses Ritual, worum geht es da? Wenn du mein Lehrling sein willst, darfst du keine Fragen stellen. Ich entscheide, was ich dir sage und wann du was zu tun hast. Jetzt geh, bevor ich noch meine Meinung ändere. Gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da jetzt so viel noch zu tun haben. Und vor allem so verteilt hier. Naja, gut. Dann lass uns hier mal nach Blandare gehen. Da können wir ja den einen überzeugen oder versuchen zumindestens. Und dann können wir von dort ja erstmal das Backtracking machen. Wieder nach Novigrad und Velen. Ich speichere mal kurz. Nicht, dass wir dann hier irgendwie die Quest fehlschlägt, wenn wir hier reingehen. Da weiß. Ach, ein schönes Buch, ne? Moment, ist hier die Krönung vom König? Nein. Da gehen wir jetzt nicht hin. Gut, dann huscheln wir hier runter. Am Plätze. Dann gehen wir da runter zum Wahlfriedhof.
Plötze ist kaputt. Alter, das sieht ja noch mal kranker aus. Gut, na dann, gehen wir mal nach Krenfels. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zusammen... Miraculix, bist du es? Oder Magifix? Beide richtig und wichtig. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Ja, dann ja, war sie ja, nach doch. Novigrad weitergezogen. Und Miraculix hat auch immer nichts verraten, aber Magifix auch nicht. Das ist, so, Fergus, wie auch immer. Und du klaust wirklich keine Kinder? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versuchen. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Wenn es also kein Blitzschlag war. Wir waren schon lange nicht mehr hier, ne? Wir kommen davon schon Splitter aus. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand. Oh Gott, die Erinnerung hieran. Ich glaube, ich habe. Oh, weia. Was kann ich für dich tun? Leb wohl. Wie kann ich helfen? Ich hab hier das Zeug. Guck mal hier. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Ja komm, also wir sind freundlich. Die hat auch ganz höflich mit uns gesprochen vorher und uns überhaupt gesagt, dass es das erst gibt und alles. Komm. Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung... Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Ich glaube immer noch, dass die deutlich mehr Ahnung hat als er. Zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel, er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Tja, so ist es halt. Aber du hast uns ja gesagt, wie du von Kindheitsbeinen an, ne? Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Klar, hängt davon ab, wobei.
Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Schön, schön. Klar, hier, auf geht's. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige dir Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. So machen wir das. Besorge die Säuredrüsen eines Greifen. Nee, also wie gesagt, ich habe ja damals schon gesagt, ich bin der Meinung, dass sie die bessere Schmiedin ist und er nur so tut. Deswegen, Greif im Hochland, hier. Lest dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen und euren Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie Unwesen, vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, einem Greifen entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr jämmerliches Leben beenden können? Quartiermeister von Krähenfels. Ja, das andere haben wir ja schon, ne? So. Ich glaube, ich hab die Krätze. Ja, hast du auch. So, ne, dann, wie gesagt, zwei Monster mit einem Stein oder so. Gut, ich dachte jetzt, so naiv wie ich war, gehst du einfach vorbei. Und dann ist das einfach erledigt, gibst du ab und fertig. Ja, Pustekuchen. Nee, aber wir müssen ihr zeigen, oder wir müssen ihr helfen, zu zeigen, was sie wirklich kann. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Da geben wir uns jetzt auch Mühe. So, guck, dann gehen wir hier nach Heidfelde. Und von dort aus reiten wir weiter. Oh, ach, das kennen wir ja auch noch, das Ding hier. Die ganzen Erinnerungen jetzt, ne? Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Yummy! Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Ja, bestimmt. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. So, wir können sie jetzt mal nur hinhören. Ach, gucke an. So. Greife müssten eigentlich... Gut, ne? Ist die Frage, was sind jetzt Greifen? Hybriden, okay. Ich werde mir die Sachen nie merken können. Wie schmeckt dir das? Yeah.
Gucken. Quatsch. Erledigt. Geralt, dir hüpft da was im Gesicht rum. Solltest du die Trophäe nicht mitnehmen? Na gut. Wir schauen mal kurz. Gibt es hier noch was für uns? Nö. Ich glaube, das hatten wir schon mal genommen, ne? Bei der anderen Quest. Na gut. Laufplätze! Minimap ist gerade ein bisschen komisch, dann suchen wir uns unseren eigenen Weg. Ach ja, wir können jetzt hier einfach wieder, ne? Mal sehen. Vielleicht irren wir uns bei ihr. Aber ich denke nicht. Macht einen sehr kompetenten Eindruck, die junge Dame. Wenn ich je einen Sohn kriege, werde ich ihn gehen. Das ist lieb. Vorsicht, Kleiner. Also gut, gib mir die Mühe. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Natürlich. Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Das ist echt ätzend. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich? Du. Ganz einfach. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Wie gut. Genau das, wonach es aussieht. Joanna hat auch eine Rüstung angefertigt, General. Sie will zeigen, dass sie die bessere Schmiedin ist. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Das machen wir. Geralt, würdest du mir helfen? Ja, wir fragen mal kurz. Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte.
Natürlich. Na klar. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. So scheiß aus. Aussehen ist nicht alles, ich weiß, aber trotzdem. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. So, und nun? Achso, einfach stehen bleiben, ne? Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Könntest du vielleicht auch treffen und nicht meinen Kopf? Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf, ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du zwar? Fergus, ne? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Mhm. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Musst du nicht. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heizt das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Jaha, genau. Dieser Kunde sind wir. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Nee. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Ganz genau. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Mhm. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Mhm. Schrecklichen Wesen, Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen. Was immer wieder. Fledermäuse. Schön. Gut. Warte einen Tag, während Joanna deine Rüstung schmiedet. Das machen wir natürlich Trinken auch gleich. Wir. Es wird schon Abend. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Nee. Ich habe den Greif gekriegt. Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Gut. Überall Finsternis um mich herum. Das ist ja okay. So, gut, dann ne? Dann meditieren wir mal eine Runde. Wir wollen ja die schnieke Rüstung haben. Reicht noch nicht, ne? Wir müssen wahrscheinlich wirklich genau einen Tag oder etwas Geralt, mehr als einen Tag. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fast fertig. Aber etwas Zeit brauche ich noch. Ich will nichts Unfertiges und keinen Pfusch verkaufen. Na gut, alles klar. Bis später. Gut, gut. Warte, ich hock mich hier einfach noch mal ein bisschen hin, ne? Und dann machen wir hier bis 20. Ich meine, ihr arbeitet ja eh 24/7. Ne? So. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich hab gehört. Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier.
Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nehmen Sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hexenjägerrüstung? Anna, ich hätte da was zu verkaufen. Geralt, nee, schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ja, machen wir so. So, ich wollte noch mal gucken. Haben wir... Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Leb wohl. So, super. Wunderbar. Das hat doch super geklappt, oder? Gerade gesehen, wir haben plötzlich hier oben ja noch abgestellt. Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Nein. Also gut, gib mir die Münze. Körper, wir müssen den Stein. Pass doch auf! Nein. Die Götter haben dir den Ruf. Und du bist so, der sehr gut. So, da haben wir jetzt das erste schon geschafft. Immerhin. Sie sind verzinkt worden wie Novi gerade. Ja, wieder länger gedauert als gedacht. Sie haben versucht. So. Huch, was ist denn hier auf einmal passiert? Ich werde nie fertig mit dem Ding hier. Schlimm. Ich war echt nie fertig. Ach, ich liebe dieses Spiel. So, dann gucken wir mal, was hast du jetzt hier eigentlich vor? Liebes Spiel. Bewachter Schatz. Naja. Haben wir das auch noch schnell geklärt. So. Dann, genau, geht auch mal wieder hin. Das muss ich mir nochmal durchlesen, das habe ich jetzt auf die Stelle nicht hingekriegt. So. Jetzt wollen wir... erstmal hier. Microsoft ist so durch, sie merken, dass ich ihr Exe-Programm auf Linux ausführe, linken mich dann auf eine Seite, wo ich den Linux-Client runterladen soll, der wieder eine Exe ist. Mir fehlt die Berührung. Es gibt keine Stärke. Verschwinde! Wer den Magier nicht versteckt, wird an seiner Seite brennen.
Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne. Da bist du hier richtig. Ich weiß. So, gut. Novigrad auch schon lange nicht mehr gewesen. Der Betrug ist ja immer noch da. Wenn's regnet, dann gießt's. Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich's niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Na schön. Bist dir nicht sicher? Ist sie ein undankbarer Mensch? Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Ach Mann. Tut mir leid. Ja, aber echt. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Ach, ach Mann. Ach, das ist doch doof hier. Das gefällt mir jetzt nicht. Ist doch kacke. Die hat Alzheimer wahrscheinlich. Oder Demenz. Ach man. Aber so sieht halt lieber aus, ne? Er hat versucht, es trotzdem noch hinzubiegen und wieder was. Sie wieder zu erinnern an die alte Zeit und alles. Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Brauchst auch Geld, wie? Ach Mann. Immer noch überall hier in der Stadt diese Predigten des besorgten Bürgers rum. Deine Klingel, warum kriegst du die nicht alle auf? Schmutziger Kerl! Ja! Pass auf deine Pfoten auf! Das ist eine Hexe! Die kann ihren Besen einfach so hinstellen, ohne dass er umfällt. Das ist eine Hexe! Verbrennt sie! Oder so. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste. Verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. War klar. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Was? Er weiß von uns? Geh lieber rein. Fühlt euch ganz wie zu Hause.
Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin, und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Katzen. Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. War klar. Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen, aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Ich hoffe, wir verkacken das jetzt nicht. Weil einerseits, Lambert ist unser Freund, andererseits... Nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen... Es muss ja nicht immer jeder sterben. Jetzt nicht wegen den Kindern. Ja. Wenn die verheiratet sind, dann haben die Erbe... Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Deine Frau weiß, wer du warst? Wir sind ganz ehrlich und haben keine Geheimnisse voreinander. Sie betet jeden Tag für mich. Und weißt du was? Es scheint zu helfen. Verdammt nochmal! Ganz ruhig, Lambert. Ich habe ihr alles gestanden, bevor wir geheiratet haben. Dieser Tag war für mich wie der Anfang eines neuen Lebens. Ja, für dich. Schön hast du es hier. Ich habe anscheinend ein Händchen fürs Geschäft. Jetzt habe ich genügend Geld, um meiner Familie die feinen Dinge des Lebens zu bieten. Mit einigen Resten für die Philanthropie. Die Einrichtung von Frau Marabella verschmäht kleine Spenden nicht. Und die Kasse für Witwen und Waisen der Stadt übrigens auch nicht. Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst! Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Tja, was ist jetzt richtig? Menschen können rehabilitiert werden, dafür haben wir natürlich auch so ein Rechtssystem bei uns. Das sieht hier natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber andererseits, er macht das Ganze halt jetzt schon ziemlich gleichgültig und alles, ne? Ich habe genug gehört. Was jetzt? Was? Unfall und irgendwann wäscht Milch über die Sache. Mhm. Ja, nee, klar. Mhm. Mhm. Was? Ah. Ich meine, es steht jetzt Wort gegen Wort an der Stelle gerade, ne? Das muss man ja auch mal sagen.
Natürlich ist das wieder ein geiler Trick, um ja niemanden dafür verantwortlich zu machen oder dass niemand sich verantwortlich fühlen muss, niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Ich will halt Lambert nicht verlieren. Weil ich glaube ja, es wird ja irgendwie nochmal einen Kampf geben, weil warum sollten wir alle unsere Verbündeten nach Kaer Morhen hinbringen, wenn es nicht irgendwann nochmal einen Kampf gibt? Und da brauchen wir jeden. Und wenn wir jetzt ihn gehen lassen, weiß nicht, ob dann Lambert noch mit uns im Boot ist. Und wir haben den Brief gefunden. Anders als... Ich tendiere wirklich zur Eins, weil... Wir haben ja den Brief gefunden bei Hammond. Und anders als Geralt das jetzt gerade gesagt hat, deswegen war ich so verwirrt. So, ja, wir sind Geschäftspartner. Ja, ja, nee. Er hat ja ganz klar geschrieben, Alter, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu krass. Ich habe da keine Böcke drauf. Weg, sozusagen. Kann natürlich jetzt aber auch bloß wieder ein Deckmantel gewesen sein. Oh Mann, ey. Ach komm, ich mach's einfach. Du hast dich verändert, eindeutig. Vergebung, das ist mein einziges Ziel. Du glaubst ihm diesen Scheiß? Der Bastard redet sich doch nur raus. Lass ihn, wir gehen. Hast du sie nicht mehr alle? Lambert, das ist eine der Situationen, in der du wahnsinnig angefressen bist, dich aber lieber zügeln und auf deinen vernünftigen Freund hören solltest. Lass uns gehen. Verdammt, Geralt. Weiß nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Du kannst immer zurückkommen. Danke. Das ist genau der Punkt, was ich meinte. Das werde ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Carradine nicht kaltblütig ermordet werden sollte. Wenn du das anders siehst, kannst du immer zurückkommen, ohne mich. Am liebsten würde ich dich windelweich prügeln. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. Eine zufällige Begegnung von zwei Hexern auf der Jagd nach demselben Ekima führte zu einer Geschichte von Freundschaft, Mord und Rache. Und die Moral, man sollte Lambert nicht dumm kommen. Was? Und da geht er nun. Meister Hexer? Josefs Schweine haben die Maul- und Klauenseuche. Das muss ein Fluch sein. Hast du schon gehört, was in der Taverne passiert ist? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Wir haben es jetzt einfach mal so gemacht. Und damit beenden wir jetzt auch erstmal diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.